Bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Wir sind heute zu Gast im Kaminsteinwerk Müller in Freiberg am Neckar. Gastgeber ist Matthias Müller, er ist Architekt und einer der Inhaber des Traditionsbetriebes, den es seit 95 Jahren gibt, seit 1925. Und wir sind auch hier, weil er in hohem Maße in seinen Produkten, nämlich Kaminstein, Recyclingmaterial einsetzt, Ziegel aus Dachziegel, Split, der für ihn Wertstoff ist, kein Abfall. Wir stehen hier am Beispiel und sehen im Hintergrund Schornsteine, Kaminsteine. Herr Müller, der Kaminstein ist heute nicht gerade ein wachsender Markt. Wo braucht man ihn heute? Warum ist er weiterhin wichtig? Also, wie gesagt, das mit dem wachsenden Markt ist natürlich wegen einer Feinstaubdiskussion. Aber für regenerative Energie wie für Pelletsheizungen, Getreide, Hackschnitzel oder so ist er nach wie vor wichtig. Ja, dient als Zusatzheizung in Wohngebäuden und es wird da immer mehr die Sanierung wichtig für uns, weil durch Dacherhöhungen, durch Dämmungen müssen die alten Schornsteine verlängert werden und da haben wir noch die ganze Produktpalette zur Verfügung und vertreiben die inzwischen auch deutschlandweit. Ja, toll. Ein wichtiger Aspekt, den ich schon erwähnt habe, ist die Kreislaufwirtschaft. Das Umweltministerium in Baden-Württemberg fördert ausdrücklich die Entwicklung, dass die Wertstoffe, die Bauabfälle auch im Kreislauf bleiben. Besonders auffällig und positiv ist es hier beim Kaminsteinwerk Müller, der, so habe ich gerade schon erfahren, ungefähr 70% seines Produktes aus Wertstoffen, nämlich aus Dachziegeln, die nicht mehr gebraucht werden und als Split hier angeliefert werden. Wir stehen gerade davor, passiert. Was enthält das Produkt sonst noch außer dem Ziegelsplit? Natürlich als Bindemittel Zement und für den Wärmedurchlasswiderstand und aus Gewichtsgründen Bleischiefer. Okay, und ein bisschen Wasser. Und ein bisschen Wasser natürlich, genau. Ja. Also eigentlich ein ideales Beispiel für die Verwendung von Recyclingmaterial. Auch im Betrieb haben Sie im Prinzip keine Abfälle, sondern Sie halten alles im Kreislauf. Ja, genau. Also wie gesagt, wenn mal in der Produktion was schiefläuft, wird das Material wieder zerkleinert und wird wieder neu verarbeitet. Ja, das Tolle eben an dem Baustoff Beton und hier auch im Kaminstein ist, dass wir Kreislaufwirtschaft wirklich leben und das Kaminsteinwerk Müller aus Freiberg am Neckar, bei dem wir heute zu Gast sein durften, ist ein großes Beispiel dafür und Sie machen das ja schon immer so. Das ist schon immer so, seit 1925, seit mein Großvater, der macht es so, die Rezeptur hat sich eigentlich seit damals nicht verändert. Das Tolle heute ist, wir müssen darüber reden, dass solche Traditionsbetriebe schon immer hochwertige, nachhaltige Kreislaufwirtschaft betrieben haben, die zu hochwertigen Produkten führt im Baustoff Beton. Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie heute hier sein dürfen und bis zum nächsten Mal bei Talk Concrete.